unsere Bauministerin. Clara Geiwitz ist jetzt auch nicht jemand, der sich wahnsinnig in den Vordergrund drängelt, was ich verstehen kann. Denn sie hatte bislang auch selten Positives zu verkünden. Bezahlbarer Wohnraum in Deutschland ist Mangelware. Es wird immer schlimmer. Fachleute sagen, 700.000 Wohnungen fehlen bundesweit. Gerade der sogenannte soziale Wohnungsbau leidet im Moment. Im vergangenen Jahr wurden nur gut 20.000 Sozialwohnungen gebaut. Insgesamt gab es Ende 2022 dann aber 27.000 Sozialwohnungen weniger. Hä? Wie kann das sein? Hat sich Wohnraum spontan in Luft aufgelöst? War alles abgewohnt? Ist es ein schwarzes Loch? Eine Singularität im Wohnraumzeitkontinuum? Eine Anomalie? Nein. Es liegt daran, dass einfach mehr Wohnungen aus der Mietbindung rausgefallen sind, als Neubauten gefördert wurden. Alles in allem sollten ja eigentlich jedes Jahr 400.000 neue Wohnungen entstehen. So steht es jedenfalls im Koalitionsvertrag der Ampel. Es waren aber 2022 insgesamt nur um die 270.000. Das sind keine 400.000. Das weiß selbst ich. Ja, das ist weniger. Heißt, die Bundesregierung ist gescheitert, Ziel verfehlt, zack, bumm. Klarer Fall. Es sei denn, man heißt Clara Geiwitz und argumentiert folgendermaßen. Ja, ich weiß ja nicht, was Sie unter Ziel verstehen. Für mich ist ein Ziel etwas, was ich erreichen will. Und es gibt Ziele, die kann man einfach erreichen. Und es gibt Ziele, die sind schwierig. Und manchmal stellt man fest, wenn man ein Ziel erreichen will, es wird auf dem Weg noch schwieriger. Ja, okay, ja gut. Ich weiß jetzt nicht, ob die Bauministerin sich mit dieser Bilanz lange im Amt halten kann. Ich weiß aber, wo sie sofort anfangen könnte, falls sie mal keine Ministerin mehr ist, bei der Deutschen Bahn. Wir wissen nicht, was Sie unter Ziel verstehen. Also, es ist möglicherweise kein Zufall. Möglicherweise ist es ja kein Zufall, dass es gerade jetzt diesen Wohnmobile-Boom gibt. Unsere Reporterin Caro Corneli ist da einer ganz heißen Sache auf der Spur. Wohnen ist in Deutschland absoluter Luxus geworden. Eine Wohnung kostet so viel wie eine Luxusjacht. Die Miete für eine Zwei-Zimmer-Wohnung kostet so viel wie ein Mittelklassewagen. Gleichzeitig zahlt man für einen Anwohnerparkausweis nur rund 50 Euro im Jahr. Kein Wunder, dass immer mehr Deutsche ins Auto ziehen. Die Bundesregierung hat mit ihrer übertrieben autofreundlichen Politik und ihrem Versagen beim Wohnungsbau einen neuen Trend geschaffen. Motto, wer zweimal an derselben Adresse pennt, gehört schon zum Establishment. Jetzt sehen Sie sich mal das Gedränge hier an. Das Interesse an dieser neuen Art zu leben ist riesengroß. In Deutschland fehlen fast 700.000 Wohnungen. Die Sache ist längst klar. Wir brauchen mehr Geld für sozialen Parkplatzbau. Wo es schön ist, hält man an und bleibt. Also home is where I park it. Können Sie sich denn eine Wohnung für sich und Ihre Frau und Ihre 5 Kinder überhaupt noch leisten? Es wird immer schwieriger. Also wir müssen uns vielleicht auch mal umorientieren in Richtung 50 Quadratmeter, 45 Quadratmeter. Ja. Ist es für Sie vorstellbar, so zu leben? Ja, sonst wäre ich nicht hier. 299 Euro im Monat, das kann sich quasi jeder leisten. Zu wie viel wollt ihr denn dann hier einziehen? Wir würden ganz gerne zu viert hier einziehen mit unseren 2 Kindern. So, ich habe gleich einen Termin mit diesem Immobilienmakler. Teilmöbliert, nicht wahr? Das ist ja möbliert hier alles. Ja. Ja, toll, toll. Kostet das extra? Nein, die Ausstattung, so wie sie hier ist, sind natürlich viele Einzeloptionen drin. Aber der gesamte Möbelbau, so wie er hier drin ist, das ist natürlich im Grundpreis komplett enthalten. Ich bin total begeistert. Wo ist denn jetzt hier mal zum Beispiel der Kleiderschrank, dass ich mich mal gut orientieren kann? Könnte man aber notfalls auch ein Haustier oder so unterbringen. Und hier sind ja noch kleine Betten, nicht wahr? Hier kann man ja noch Leute richtig, kleine Leute, Babys. Balkon? Nee, einen Balkon hat es nicht. Ah. Nee, nee. Und wie sieht es mit dem Keller aus oder einem Stellplatz? Keller haben wir auf jeden Fall. Ein Keller? Ja, yeah. Mirko, Marco, Marcel, René, ihr könnt reinkommen. Hier ist genügend Platz für alle. Ja, die Mutti hat eine neue Wohnung. Ist nicht fester Wohnsitz irgendwie 90er Jahre. Ich meine, wer braucht eine Meldeadresse, wenn er sowas hier haben kann? Das brauche ich mir die ganze Zeit. Ich brauche nur eine Adresse, wo meine Rente hingeht. Kein Wunder, dass die Deutschen aus der Wohnungsnot eine Tugend machen und ins Auto ziehen. Da wächst zusammen, was zusammengehört. Und man fragt sich, wohnst du noch oder parkst du schon? Das war Caro Corneli für Extra 3. Danke, Caro Corneli und Carsten van Rissen. Ja, manchmal parken sie ja nicht, manchmal fahren sie auch die Wohnmobile. Und wer kennt ihn nicht, diesen Gedanken? Jetzt einfach mal rausfahren aus der überfüllten Stadt und ab auf den überfüllten Campingparkplatz. Es ist schon was Besonderes. Urlaub
im Wohnmobil. Es ist Urlaub für Leute, die am liebsten so wenig Kontakt mit der Außenwelt haben, dass sie sogar ihr eigenes Klo mitnehmen. Und ich habe es selber mal ausprobiert. Ich muss gestehen, ich war begeistert. Es gibt nichts Besseres. Wirklich. Wohnmobil. Es ist der Hammer. Es ist diese unglaubliche Freiheit. Es ist die Individualität, es ist die Naturnähe. Wo ist man näher an der Natur? Wo ist man individueller unterwegs als 15 Kilometer vor Paris? Auf einem Campingplatz mit 20.000 anderen Blechbüchsen. Du kommst mit einem Wohnmobil auch überall hin. Außer in die Orte, die interessant sind. Dann kam man in den ersten Ort rein und er war so schmal, dass wir mit unseren Wohnmobilen gar nicht durchgekommen sind und mussten dann tatsächlich 3 Kilometer rückwärts den kompletten Weg zurückfahren, um das Ganze zu umgehen, damit wir überhaupt weiterfahren können. Ja, aber warum haben die Orte auch so schmal gebaut im Mittelalter? Aber der Vorteil ist halt, man kommt jetzt mit Einheimischen in Kontakt. Enge romantische Gässchen und man wird sofort angesprochen. Die Leute rufen einem fröhlich zu in Italien, Waffanculo. In den Niederlanden, ha weg! In England, piss off you fucking asshole! Und man merkt einfach, alle freuen sich, dass man da ist. Einheimische in Touristenorten lieben Wohnmobile. Ist ja auch klar, weil sie dann ihre Hotels und ihre Restaurants nicht aufmachen müssen. Es ist total praktisch. Und als Reisender hat man die Nähe zur Natur. Da stellt man sich einfach mal direkt an den Rhein. Man sitzt da vor dem Auto und denkt, Mensch, der Rhein, wie schön. Und der Rhein denkt, Mensch, die Autos, wie hässlich. Da fließe ich direkt mal ein bisschen schneller, um mir das Elend nicht anzugucken. Es ist ein Lebensgefühl. Man fühlt sich halt auch so ein bisschen wie die Hippies damals. So ein bisschen wie Ende der 60er. Woodstock mit dem alten VW-Bus. Damals hat man gesagt, komm, wir wälzen uns im Schlamm und haben 2 Stunden lang Sex und dann ziehen wir noch den Rest der Nacht einen durch. Und heute ist es fast genauso. Nur, dass man sagt, komm, ich leere das Chemieklo aus und danach gucken wir Ingo Zamperoni. Mal drüber nachgedacht, YouTube ist Englisch und das heißt auf Deutsch Du Schlauch. Also Duschlauch. Und woran denken Sie bei Duschen und Lauch? Ganz genau. Das geht natürlich nicht als öffentlich-rechtliche Sendung. Deshalb gehen wir mit der ganzen Folge Extra 3 von YouTube hier in die ARD-Mediathek. Besuchen Sie uns da, geduscht oder ungeduscht.